Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute wollen wir einmal das Praktische eines Familienautos mit dem Nützlichen eines Zugfahrzeugs ideal kombinieren. Und diese Kombination habe ich für euch heute einmal rausgesucht. Und sie war durchaus schwer zu finden, denn Fahrzeuge, die 3,5 Tonnen maximal ziehen können, dann noch einigermaßen viel Platz haben für die Familie und das Ganze dann nicht im Budget in sechsstellige Bereiche ausufern zu lassen, das war schon echt schwer. Und ich habe hier solch ein Exemplar für euch, den SsangYong Rexon. Und eins gleich vorweg, wenn jetzt viele von euch meinen, ja, so eine China-Kacke, sorry, schaue ich mir nicht an, habe ich keinen Bock drauf, falsch gedacht. SsangYong ist ein traditionsreiches Unternehmen aus Korea, aus Südkorea, um genau zu sein, und ist damit durchaus die vierte Marke hier auf dem europäischen Kontinent unterwegs, sehr erfolgreich nämlich. Und zwar kennen wir natürlich Hyundai, Kia, einige kennen jetzt auch noch Genesis, und SsangYong ist auch schon eine geraume Zeit hier auf dem deutschen Markt vertreten. Ja, es gab durchaus etwas nicht so erfolgreichere oder nicht so schöne Modelle, wenn wir da an den SsangYong Rodius eventuell denken, ein riesiger Familienvan, der nicht sonderlich hübsch ausschaute. Und zum anderen gab es da eben dann auch Modelle, die beispielsweise führend im Design sogar damals schon waren, wenn man das mal so möchte. Denn aus dieser Klasse wurde dann später beispielsweise mit dem BMW X6 ein sehr, sehr bekanntes SUV-Coupé-Format. Aber es soll heute nicht um die Vergangenheit gehen, sondern es geht um die Gegenwart. Und hier steht der SsangYong Rexon. Das ist ein großes SUV würde ich nicht sagen, denn das Fahrzeug hat eine ganz besondere Konstruktionsart, die eben typisch für einen echten Geländewagen ist. Das bedeutet, der SsangYong Rexon ist nicht nur einfach ein riesiges SUV, nein, er ist ein echter Geländewagen. Und da wollen wir natürlich heute dem Fahrzeug genauer auf die Zähne fühlen, auch wenn wir nicht ins Gelände gehen können. Wir werden den Wagen heute on the road testen. Dazu nehme ich euch mit auf die bekannte Verbrauchsrunde, bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn mit maximal 140 Stundenkilometern und 10% Stadtverkehranteil. Wir wollen natürlich dann herausfinden, was kann der 2,2 Liter Turbodieselmotor unter der Motorhaube leisten und vor allem, wie viel verbraucht er denn dann auch im Alltag, wenn man eben mit der Familie unterwegs ist. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, dem Kanal gerne ein Abo schenkt, das Video liked und vor allem mir aber eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst, dass wir am Ende des Videos auch ein wenig diskutieren können. Dann steigen wir ein und begeben uns auf die Strecke mit dem SsangYong Rexon. Wir sind unterwegs mit dem SsangYong Rexon und das ist ein Fahrzeug von der Klasse her definitiv vergleichbar mit einem Audi Q7, einem BMW X5, Mercedes GLE oder Volkswagen Touareg, was die Größe angeht, denn 4,85 Meter ist der Rexon lang, hat eine Bauraumhöhe von 1,83 Meter und eine Außenbreite ohne Außenspiegel von 1,96 Meter. Das sind sehr stattliche Abmaße. Man steigt auch sehr hoch hier in den Rexon ein. Kommen wir erst einmal zum Design. Beim Design würde ich persönlich sagen, haben wir eher so ein bisschen europäisches Styling hier. Das Fahrzeug ist sehr bekömmlich im Design. Wir haben einen sehr, sehr großen Kühlergrill hier mit dem SsangYong Logo in der Mitte. Wir haben Voll-LED-Scheinwerfer hier untergebracht. Die haben auch eine durchaus gute Ausleuchtung, wobei die linke Fahrzeughälfte könnte etwas besser ausgeleuchtet werden, wie ich persönlich finde. Also wenn man noch einen Verbesserungswunsch in dem Fall hätte, dann wäre das
Jena und natürlich auch ein adaptives LED-Licht wäre ebenfalls wünschenswert. Wir haben hier lediglich einen Fernlichtassistenten, der aber durchaus gut funktioniert. Am Heck sehen wir dann typisch Asiaten zweigeteilte Rücklichter. Wir haben nämlich das eine Rücklicht und das ist eigentlich nur das normale Positionslicht quasi mit einem Tagfahrlicht. Und am unteren Ende des Stoßfängers haben wir dann die Rückfahrscheinwerfer und Bremsen und Blinker untergebracht. Das macht zum Beispiel auch eben der Hyundai-Konzern genauso wie jetzt hier der SsangYong Rexon. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe gibt es dann einen gigantisch großen Laderaum. Der ist auch deswegen so groß, denn man könnte noch zusätzliche Sitze hier unterbringen und den Rexon dann gegen einen Aufpreis von rund 1000 Euro zum Siebensitzer umfunktionieren. Also wer da den Bedarf hat, findet hier auch eine sehr gute Möglichkeit, mit dem Rexon eben bis zu 7 Personen unterzubringen. Nimmt man aber eben nicht die zusätzlichen 2 Sitze, dann hat man eben einen gigantischen Stauraum, den wir hier sehen. Wir haben hier keinen doppelten Laderaumboden, sondern nur einen fest eingelassenen und die Rücksitzlehnen lassen sich im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegen und aufstellen. Wenn man sie umlegt, gibt es leider keine ebene Ladefläche. Erst wenn man dann tatsächlich die Rückbank komplett aufstellt, dann haben wir eine ebene Ladefläche, wobei auch da eine kleine Kuhle drinnen ist, wo eben sich die Sitzbank befindet. Die Abmaße im Kofferraum und da haben wir eine Breite an der engsten Stelle von 115,5 cm, eine Höhe von 90 cm, weil wir eben da oben nochmal eine Ausbuchtung am Dach haben. Das ist also die engste Stelle. Und wir haben dann nochmal eine Bauraumtiefe bis zur zweiten Sitzreihe von 120,5 cm. Und wenn wir dann eben umlegen die Rücksitzbank und nicht aufstellen, dann können wir über 2 Meter lange Gegenstände hier in den Rexon einladen. Laden wir uns dann auf der Rücksitzbank ein, ist der Einstieg erhöht. Also man muss schon nach oben einsteigen. Da hilft einem dann aber auch ein solider Griff. Und dann sitzt man echt vorzüglich. Hier hinten hat genügend Beinfreiheit und Kopffreiheit. Die Türausschnitte sind sehr, sehr groß, sodass man auch die Kindersitze wunderbar hier ins Fahrzeug hineinbekommt und auch die Kinder. Wir haben noch zusätzlich für die Mitreisenden Sonnenschutzrollos an den Fenstern, was ich auch sehr begrüße. Es gibt auch eine Kindersicherung, die man von vorne steuern kann. Ebenfalls hier Daumen nach oben für die Kindersicherheit und für den Reisekomfort gibt es dann noch zusätzlich USB-Steckplätze und 12-Volt-Anschlüsse und auch die ISOFIX-Haken sind gut zugänglich. In der ersten Reihe sitzt oder thront dann schon fast der Fahrer hier auf unheimlich bequemen Sesseln, die wir hier durch das Executive-Paket für 4000 Euro nochmal in der Napa Lederausstattung aufgewertet bekommen haben mit einer wunderschönen Steppung. Diese Steppung zieht sich dann auch in den Armaturenträger hinein. Das wirkt schon sehr edel, wie ich finde, und macht auch einen richtig guten Eindruck. Überhaupt die Materialien hier im Innenraum sind auch sehr gut. Ja, wir haben durchaus etwas härtere Kunststoffe, die wirken aber sauber, haben so eine leichte Mattierung, also wirken auch dadurch richtig gut und alles fasst sich einwandfrei an. Wir haben auch viel Leder, viel Doppelnaht, alles fein verarbeitet, nichts knistert, nichts knarrt, also wirklich absolut erste Sahne und muss sich auch dann in meinen Augen hier nicht hinter einem VW Touareg etwa verstecken. Der Blick dann über den Armaturenträger zeigt eben nicht nur die sehr gute Verarbeitung, wie ich eben erwähnt habe, sondern auch eine sehr gute Übersichtlichkeit. Hier gibt das Cockpit gar keine Rätsel auf. Wir haben ein Multifunktionslenkrad, 4 Speichen, was gut in der Hand liegt, einen ausreichend großen Lenkkranz bietet und auch die Bedienfelder. Sie sind zwar etwas kleinere Tasten, aber das hat man sehr gut dann im Griff, wie ich finde. Ja, auf der linken Seite haben wir dann die Bedienung für Audio, Sprachsteuerung und Lenkradheizung. Auf der rechten Seite haben wir dann die Bedienung für den Bordcomputer und auch den Abstandsregeltempomaten, der hier auch serienmäßig verbaut ist. Der Blick fällt dann auf ein voll digitales
Kombi-Instrument, was sich angenehm mannigfaltig einstellen lässt. Viele verschiedene vorkonfigurierte Anzeigen sind hier vorhanden. Da findet jeder definitiv seine optimale Anzeige. Auch in der Mittelkonsole haben wir dann einen über 9 Zoll großen Mediabildschirm, der ist schön in den Armaturenträger eingelassen. Die Navigation ist TomTom basiert, lässt sich auch gut bedienen. Ich persönlich nutze eher Apple CarPlay oder Android Auto. Beides wird hier kabelgebunden umgesetzt. Wir haben eine induktive Ladeschale für das Smartphone sowie eben 2 USB-A-Anschlüsse. Und was mir richtig gut gefällt ist, wir haben hier ein Klimabedienteil mit physischen Tasten, richtig große Tasten, also auch hier wirklich sehr intuitiv zu bedienen und richtig gut. Die Mittelkonsole beherbergt dann nicht nur den Stick für die 8-Gang Shift-by-Wire Automatik, sondern auch dann das Kontrollzentrum für die Fahrsysteme wie den Drive Mode, die Einparkhilfe, die 360-Grad-Kamera in unserem Fall, die elektrische Parkbremse und einen Drehschalter für den zuschaltbaren Allradantrieb. Wir haben hier die Möglichkeit, eben wieder im Hinterradantrieb-Modus zu fahren, im Allradantrieb, oder wir können dann noch mit einer Sperre hier dann noch weiter eingreifen. Das Fahrzeug ist auch ein echter Geländewagen. Warum ist er das? Weil er eben klassisch auf einem Leiterrahmen aufbaut und die Karosserie dann auf diesen Leiterrahmen gesetzt wird. Das ist keine freitragende Karosserie, wie es mittlerweile eben diese SUVs haben, sondern deswegen haben wir hier noch einen echten Geländewagen. Deswegen meiner Meinung nach der richtige Mitbewerber, der hier eigentlich im Raum steht, ist vielmehr der Toyota Land Cruiser als eben die genannten deutschen Produkte der Luxusklasse. Viel wichtiger ist jetzt natürlich auch, wie fährt sich denn der Raxton? Und da bin ich durchaus zwiegespalten, muss ich einfach mal sagen. Also der Wagen hat mir im Alltag richtig gut gefallen. Er fährt sich sehr angenehm, sehr leichtfüßig, wie ich finde, für die Größe. Die Lenkung sehr leichtgängig, lässt sich auch gut hier um Ecken rum buxieren. Das Fahrzeug liegt trotz dieser Leiterrahmenkonstruktion doch durchaus gut. Was aber dann eben die Nachteile mit sich bringt, ist eher so ein bisschen ja, eine stößige Federung, die wir hier haben. Also das Fahrzeug nimmt Stöße eigentlich ungerne wirklich auf, sondern reicht sie eher weiter. Und es wird dann auch eher ein bisschen zittrig hier drinnen und einfach, es kommt eine insgesamt eher unruhige Art hier drinnen an, was ich ein bisschen schade finde, denn der Raxton könnte hier sicherlich ein bisschen komfortabler einfach insgesamt sein. Das würde ich mir wünschen. So aber passt es durchaus. Man weiß ja schließlich, ich fahre hier einen Geländewagen und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann weiß ich auch, dass hier eben nicht der hohe Fahrkomfort eines SUVs angeraumt ist, denn ein SUV möchte eher PKW sein, ein Geländewagen will ja schließlich eher im Gelände was können und das soll der Raxton auch können. Ich kann es leider nicht nachprüfen, ich habe leider kein abgesperrtes Territorium, um hier dem Wagen nochmal genauer auf den Zahn zu fühlen, was er denn im Gelände richtig kann. Was er aber gut kann und genau dafür ist er ja ideal, das ist die Anhängelast. Mit der Anhängerkupplung, die man hier ordern kann für den SsangYong Raxton, geht 3 Tonnen Zuglast bis 12% Steigung. Wer an nur 8% Steigung zu meistern hat, der kann sogar mit dem Raxton eben 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Und das ist die eben für viele sehr, sehr wichtig, denn es geht extrem viel hier in den Kofferraum rein und wir können, wie gesagt, bis zu 3,5 Tonnen noch hinten dranhängen. Und die Frage ist, kann der kleine 2,2 Liter Vierzylinder Turbodiesel hier überhaupt mit dieser Zuglast umgehen? Ja, er kann. Ich hatte jetzt mit meiner Cousine kurz eben 2 Pferde abgeholt und genau für solche Fälle ist ja eben der Raxton ideal. Also Pferdeanhänger dran, 2 Pferde in den Anhänger, Tandemanhänger angekoppelt und die 2,2 Liter Maschine hat souverän nach vorne gezogen.
202 PS leistet der Raxton und 441 Newtonmeter Drehmoment, und das ist natürlich entscheidend. Eine 0 auf 100 Angabe gibt es von SsangYong nicht, ist aber auch in meinen Augen bei so einem Fahrzeug eher nebensächlich. Vielmehr die Höchstgeschwindigkeit, die kann ich euch noch nennen, die liegt bei eingetragenen 184 Stundenkilometer, ist auch völlig ausreichend und wird auch zuverlässig mit ein bisschen Schwung auf der Autobahn erreicht. Auf der Autobahn liegt der Wagen dann auch angenehm auf der Straße, trotz dieser hohen Bauart und dem hohen Schwerpunkt. Das Auto hat eine angenehme Akustik hier im Innenraum. Die Windgeräusche bleiben gut außen vor. Lediglich Abrollgeräusche hier von den Winterrädern, die wir haben, die kann man hin und wieder etwas deutlicher wahrnehmen. Die Lenkung, wie schon erwähnt, sehr leichtgängig, angenehm. Von der Rückmeldung ist sie ausreichend. Das, was wir hier bekommen, das passt ganz gut, auch eben zum eher entspannteren Charakter des SsangYong Raxton. Bei den Assistenzsystemen gibt es dann ebenfalls hier moderne Systeme wie eine Abstandsregeltempomaten. Wir haben eine aktive Spurhaltung, also teilautonomes Fahren. Level 2 Plus ist hier mit dem Raxton auf Langstrecke oder im Alltag in jedem Fall möglich. Die tote Winkelüberwachung ist da, es gibt eine Querverkehrswarnung und auch einen aktiven Notbremsassistenten. Zusätzlich gibt es hier noch eben eine 360-Grad-Kamera, wenn man dann mal etwas in engere Stellen kommt und dann den Wagen eben noch genauer hin buxieren möchte an eine bestimmte Stelle. Ich werde jetzt den Wagen Richtung Fazit buxieren und dann sehen wir uns dann gleich dort mit meiner persönlichen Meinung und natürlich dem Verbrauch des SsangYong Raxton. Viel Spaß, bis gleich. Ein echt großes Ding ist der SsangYong Raxton und er hat mir richtig Spaß gemacht, die 2 Wochen Testzeitraum über. Und vor allem, warum habe ich ihn so lieb gewonnen? Ich glaube, es ist einfach die Kunst des Underdogs zu überzeugen. Und das kann der SsangYong Raxton. Die koreanische Marke hat kaum jemand wirklich auf dem Schirm, außer ein paar echte Fans, die eben um die Qualitäten dieses Fahrzeuges wissen und ihn auch vor allem für seine Zugfähigkeit schätzen. 3,5 Tonnen Zuglast, das ist auch ein Thema, denn wer heute noch so ein Fahrzeug braucht, der findet kaum noch etwas am Markt, vor allem was irgendwie noch bezahlbar ist. Natürlich die großen Luxushersteller wie BMW, Audi, Mercedes, die bieten in ihren größten SUVs immer noch 3,5 Tonnen Zuglast. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht, was kostet so ein VW Touareg, 3 Liter V6 TDI, der eben 3,5 Tonnen ziehen darf, der kostet so ausgestattet wie der Raxton eben mal ebenso um die 75.000, 78.000 Euro. Ein BMW X5, 3 Liter Diesel, der 2,5D darf es nicht ziehen. Der liegt dann auch bei über 80.000 Euro. Ein GLE 300D liegt bei 85.000 Euro. Und wenn wir jetzt aber sagen, das sind ja SUVs, gibt es denn da nichts anderes? Doch, es gäbe noch einen, den Toyota Land Cruiser. Ein echter Geländewagen, wie der Raxton eben auch von der Bauart her. Und der kostet aber als Fünftürer, auch voll ausgestattet, Exclusive, glaube ich, heißt es, der kostet, sage und schreibe, auch über 75.000 Euro. Ja, und was kostet der Raxton? Ab 45.590 Euro geht es los mit der Crystal genannten Einstiegsvariante. Darüber rangiert dann der Quarz und dann eben unser Topmodell, der Sapphire. Den würde ich auch tatsächlich fast schon empfehlen. Der Quarz ist noch gut ausgestattet, aber bei dem Auto kann man dann auch viel mehr reintun. Vor allem das Executive-Paket hier mit den wunderschönen Nappa-Ledersitzen und dieser Steppung. Das wertet das Fahrzeug dann nochmal richtig auf, wie ich finde. Dann gibt es noch Optionen wie ein Glasdach, was man ordern kann, oder eben den Siebensitzer. Das ist natürlich die Frage. Siebensitzer gibt es ja auch wenige SUVs, aber hier könntet ihr das auch noch bekommen. Und dann kostet der Wagen, so wie er eben hier steht, 60.090 Euro. Das ist ein sehr gutes Angebot. 5 Jahre Herstellergarantie oder bis 150.000 Kilometer. Also auch hier sind sich die Koreaner untereinander treu und zeigen, dass sie eben wissen um ihre Qualität des Fahrzeuges. Und deswegen gibt es auch eine ordentliche Herstellergarantie.
Die Frage war aber natürlich noch eingangs, was verbraucht denn so ein großes Fahrzeug? Über 2,2 Tonnen schwer, ein kleiner 2,2 Liter Turbodiesel, der sich hier abrackern muss mit einer 8-Gang-Wandlerautomatik, die verflissen, wunderbar, komfortabel die Gänge sortiert. Ja, was verbraucht denn so eine fahrende Schrankwand in der heutigen Zeit? Das kann man doch gar nicht mehr fahren. Doch kann man. Im Alltag waren es jetzt auf unserer Verbrauchsrunde 8,6 Liter. Und ich kann euch sagen, die Range liegt irgendwo zwischen 7,5 und knapp über 9 Liter. So wie ich den Wagen jetzt bewegen konnte. Klar, im Zuglastbetrieb ist es dann deutlich mehr, aber immer noch in meiner Meinung nach eben sehr übersichtlich. Ich finde, der Rexon hat mir die Augen so ein bisschen geöffnet. Auch natürlich für die Marke SsangYong sollte man sich echt mal anschauen. Also geht mal auf die Homepage, klickt mal ein bisschen rein, lest euch hier noch mal ein bisschen ein. Es gibt ja auch noch ein paar Tester, die sich den Wagen genauer angeschaut haben, nicht nur ich. Also meine Meinung, echt Daumen nach oben, absolute Kaufempfehlung für Familien und Leute, die einfach eine hohe Anhängelast benötigen. Jetzt schreibt mir aber gerne eure Meinung unten in die Kommentarbox. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum SsangYong Rexon sagt. Lasst uns diskutieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst natürlich den Daumen nach oben nicht und ein Abo für den Kanal, falls nicht schon getan. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.